Hallo und willkommen zurück in einer neuen Folge. Ich bin ausgeruht, erfrischt und was nicht alles. Ich bin bereit für neue Schandtaten und ich bin voller Tatendrang. Ich möchte loslegen und habe die ganze Zeit einen Frosch im Hals. Es geht gut los. Ich habe mich etwas vorbereitet, weil dieses Level hat viele Labyrinthe bzw. viele Wege, die nach Rom führen oder in den Tempel von Horus. Wir sind jetzt, glaube ich, in dem Level Tempel im Tal. Genau. Und es war eine Zeit lang her, dass ich aufnehmen konnte, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Hab ein bisschen schon geguckt, was mich hier erwartet. Und da sehen wir auch schon zwei nette Kerle, die wieder auf uns warten. Und das Tor ist zu. Das heißt, kein Zurück mehr. Kein Zurück mehr. Und wir sehen, wie sich die Dinger bewegen. Die haben ein bisschen gekrümmtere Hörner, sehe ich gerade, ne? Und guckt euch mal hier, nacksche Frauen. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Die Ägypter immer mit ihrer Freizügigkeit. So, wenn ich den jetzt... Warte mal. Wir haben hier nämlich Räume, wo wir die Stiere einsperren können. Und die Hebel. Wir müssen jetzt bloß perfektes Timing abpassen. So, komm mal her, du, komm mal. Ja, fein machst du das. Ja, fein. So. Locken wir einmal hier rein. So. Ich glaube, das war zu langsam, oder? Schnell! Huh, okay, der erste ist schon mal drin. Sehr gut. Ersten schon gezähmt. Hallo. Huh. Okay. Komm her. Put, put, put. Ja, 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 ist doch gut. Alter. Alter, mach schnell zu. Zu das Tor. Da staunst du nicht schlecht, wa? So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich auch die Ruhe. Okay, was haben wir denn hier Feines? Hier liegt was auf dem Boden. Na, nimm's auf. Was ist denn das? Das sind Hieroglyphen und das ägyptische Alphabet, glaube ich. Okay. Also ich muss gestehen, ich kenne mich mit dem ägyptischen Alphabet überhaupt nicht gut aus. Ich habe bloß nachgeguckt, was diese Hieroglyphen hier an der Wand darstellen sollen. Oh, Fackeln. Gott, wir begegnen immer hier so unglücklichen Seelen, ne? Beziehungsweise was davon übrig geblieben ist. Genau, wir haben hier ganz links die Schilfblätter, zwei Schilfblätter. In der Mitte habe ich keine Ahnung, was das darstellen soll. Und ganz rechts haben wir einen Geier. Und ich habe mir jetzt hier einen Zettel gemacht. Ich war fleißig. Ich habe hier alle Schalterkombinationen tatsächlich aufgeschrieben. Bitte schlagt mich nicht. Und genau. Ich will nämlich nicht hier den Rest meines Lebens in diesem Level verbringen. Deswegen musste ich mich dieser Dinge bedienen. Es tut mir leid. Also, die erste Kombination, die wir haben, sind die Schilfblätter. So, Nummer 1. Dann haben wir das, dann haben wir das hier in der Mitte. Wer Ahnung davon hat, von den ganzen Alphabet, den ganzen Hieroglyphen und dem Alphabet, schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, weil ich bin immer sehr wissbegierig, sehr neugierig. Deswegen nur zu. Wer da Ahnung hat, ich bin da offen für alles. So, wir haben gerade gehört, es hat sich eine Tür geöffnet. Okay. Einmal hier speichern. Oh Gott.
Das ist kein gutes Zeichen, wenn hier ein Eingang mit Schädeln ist. Gefällt mir nicht. So sollte sich das nicht anhören. Normalerweise. Alter Finne. Will ich da wirklich rein jetzt? Ich passe. Ich passe? Ich will das nicht. Gott, was ist denn hier los? Das ist auch ein Labyrinth, glaube ich, ne? Alter. Ich habe gerade wieder... Ich habe gerade schlechte Erinnerungen an diesen... an diese Teile. Alter. Wo muss ich lang? Wo... Alter. Shit. Was erwartet mich hier? Alter. Au. Das war dumm. Alter, was geht? Wo muss ich denn hin? Verdammte Axt, es ist ein Labyrinth. Ich hasse Labyrinths. Au. Aua. Nein. Lasst mich in Ruhe. Natürlich, ich bin wieder beim Ausgang. Alter, ihr könnt das nicht mit mir machen, Freunde. Ihr könnt es nicht mit mir machen. Ich hab doch so einen schlechten Orientierungssinn. Hört auf damit. Au. Oh, Alter. Oder gehe ich hier jetzt lang mal lang? Aua. Scheiße! Nein! Nein, ich will das nicht! Lass mich in Ruhe! Warum muss ich auch in den Raum zuerst reingehen? Ist das... Ich glaube, ich mache das unbewusst, um mich selber zu ärgern oder zu foltern. Anders kann ich mir das nicht erklären hier. Was soll denn das, Freunde? Was... Aua. Oh Gott, Leben am Limit wieder. Oh, hier ist ein Hebel. Das ist gut. Oder? Ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Was macht der? Gut, das war's. Wer hat sich das hier bloß ausgedacht, ne? Dem komme ich da gleich hin. Den zerklopp ich. Den hau ich grün und blau. Der erlebt den Morgen nicht. Der... Mir gehen die Vergleiche aus. So. Alter. Ha, durch mit dir. Wir haben doch genug, Freunde. Wir haben doch genug. Ha, aua. Alter. Alter. Lass das doch mal nach jetzt. Ey, was hat uns jetzt die ganze Chose eigentlich gebracht, sag mal? Hä? Was hat uns das jetzt gebracht hier, hä? Das will ich gerne wissen. Ach. Da ist zu. Alles zu. Das war ja ein Schuss in den Ofen, oder was? Was war, warum, was... Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Stiere, halt die Klappe. Da ist doch überhaupt nichts mehr offen hier. Außer die blöde Tür. Ja, da will ich aber nicht nochmal rein. Egal. Ich hoffe, wir brauchen das nicht schon weiterkommen. So. Was haben wir denn jetzt für eine Kombi? Wir haben den Geier. Dann die Schilfblätter.
Und dann das in der Mitte. Quer durch die Mitte. So, haben wir da wieder was geöffnet? Da machen wir die Schilfblätter nochmal. Und dann das nochmal in der Mitte. Und den Geier nochmal. Geier. Okay, wir haben jetzt zwei Türen hoffentlich geöffnet. Okay. Gut, gut. Und Fledermäuschen sind auch wieder mit am Start. Sag mal. Gut. Reicht. Das reicht jetzt an Fledermäusen. Ja. Okay. Da ging was auf, das ist gut. So, quer rüber. Haben wir das Symbol. Und ich weiß gar nicht, was das genau ist jetzt. Ich muss mal kurz schauen. Stein des Reh. Ich glaube, Reh war der Sonnengott, oder? Ich glaube, so war mir das. Das hatte ich sogar in Philosophie oder in... Wo behandelt man das gleich nochmal in der Schule? Ich glaube, ja. Wow. So. Haben wir das erste? Gut. Und jetzt? Oh Gott, gut. Jetzt kommt nicht mein Lieblingsteil von dem Level. Eieiei. Vogel und Schilf. Schilfblätter. Okay. Die Tür ist die ganze Zeit auf, ne? Oh Gott, Hilfe. Genau, hier hat sich jetzt was geöffnet, ne? Gut, dann gehen wir da mal rein. So. Alle hopp. So, meine Damen und Herren. Erstmal kurz die Fledermäuschen. Na. Das hier, meine werten Zuschauer, ist jetzt ein Wasserlabyrinth und ja, ich sag's eindeutig zu oft, deswegen sage ich es jetzt gar nicht erst. Wir gucken, wie es läuft bei mir. Wir gucken, wie es läuft. Genau aus diesem Grund habe ich mir nämlich diesen Zettel hier gemacht, damit wir das akkurat und sauber und gut hinkriegen. So, wir müssen jetzt zuerst zu dem Geierschalter. Das heißt, rechts, runter, links. Runter. Rechts, runter. Und dann links. Links. Dann wieder rechts. Geradeaus. Und da haben wir den Geier. Puh. Gut. Dann werden wir hier einmal kurz den Hebel umlegen. Speichern. Und dann geht es gleich weiter. Links, geradeaus, rechts, nach oben. Links, geradeaus, rechts, na,
rechts nach oben. Dann haben wir auch das Handsymbol als nächstes. Das ist der zweite Schalter. So. Okay, wunderbar. Muss hier an jeder Stelle speichern. Dann haben wir den dritten Schalter. Das ist die Art Schlange. Ich sag Schlangen dazu. Nach unten. Links nach oben. Nach unten. Links. Nach oben. Siehste, da haben wir das Symbol. Ich muss laut mit mir selbst sprechen, weil das hilft bei der Konzentration tatsächlich. Und dann haben wir den vierten, die Schilfblätter. Unten links. Links, links. Nach oben. Nach unten. Links. 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 Huch. Nach oben. Geradeaus. Geradeaus folgen. Dann nach oben rechts. Ha! Huh! Hi! Okay. Sehr gut, sehr gut. Eieiei, ich nehme mal kurz das Medipack mit, das muss sein. So, damit wir nicht hier verquer jetzt kommen. Was haben wir jetzt? Jetzt müssen wir zum fünften Schalter. Nach unten, links, nach oben. Nach unten, links, nach oben. Links. Nach oben. Aha. So. Sehr gut. Und wenn wir uns hier umdrehen, haben wir das nächste Symbol. Und das ist das Symbol Stein des Atom. So, dann legen wir den auch noch um den Hebel. Ah! Hat sich eine Tür wieder geöffnet. Yeah. So. Runter, geradeaus, nach oben. Ja, ich hab's benießt. Ja. Alter. Wir haben's geschafft. Ich bin so froh. Wow. Eieiei. Oh, schnell raus hier, ey. Schnell raus hier. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir gehen wieder zu den Hieroglyphen. So. Dann haben wir das. Dann haben wir die Schilfblätter. Holle hoppa! Und den Geier. Wo hat sich das jetzt wieder geöffnet? Ah, ich glaube, hier müssen wir hin. Ne? Gehen wir mal da lang. Nein. Was? Okay. Puh, ah. Hieft an. Okay. Was? Hier ist ein Krokotreff und ihr habt mich nicht eingeladen. Was soll das? Hä?
Hätte ich mich erst als Krokodil verkleiden sollen, oder was? Was soll das? Ja, ja, so ist das, wenn man mich nie einlädt. So. Was ist jetzt hier am Goen? Da ist ein Schalter und da sind Löcher in den Wänden. Da müssen wir wieder reingrabbeln, ne? Wow! Okay, dann machen wir Nummer 1. Hip! Hua! Hua! Ja, ja, ist schnell. Wir machen das schnell, Lara. Wir machen das schnell. Ach so, Moment. Den Schalter lege ich noch nicht um. Hua! Nummer 2. So, Nummer 3. So, habe ich Nummer 4 vergessen eigentlich? Ich hoffe nicht. Naja, ich werde es gleich merken. So, Hebel. Da ist noch zu, ne? Ich habe irgendeinen vergessen gerade. Hä? Hello? Ah, das war er. Habe ich den richtigen gegrabbelt. Wow. Ach, guck an. Siehst du, haben wir den nächsten. Ein mit einem grünen Stein. Stein des Kepri. Wer war Kepri? Hey Google, wer sind Atom und Kepri? Hey Google, wer sind Atom und Kepri in der ägyptischen Mythologie? Ich verstehe mich nie. Das ist normal bei der. Die versteht mich nie, was ich von ihr will. Ich habe keine Atom. Keine Atom. Keine Ahnung, wer Atom und Kepri sind. So. So, nö. But no, wo müssen wir jetzt hin? Ach so, Vogel. Okay. So. Hüft an. Mal gucken. Ich glaube, in der Richtung war das. Ich glaube, hier ist richtig. Gut. Wenn sich das Tor schließt, heißt es, dass ich da noch nicht war. Deswegen einfach mal versuchen. Ah, ja. Okay. Hier ist was Neues. Aua, 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 aua. Grüß Batman von mir. So. Okay. Gut, 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 gut. Hoppala, buddy, juppai da. Oh. Alter. Jetzt ist Schluss. Schluss mit lustig. So, ich möchte jetzt gerne... Ich möchte jetzt gerne erstmal hier, glaube ich, hin. Wieder so ein Kriechlabyrinth hier, ne? Ich weiß nicht, was mich da erwartet bei diesen losen Holzbre... Ja! Was haben wir denn da jetzt? Stein des Maat. Maat war glaube ich, ein Stiergott, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also ich...
wie gesagt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus tatsächlich. So. Und die Fackeln halten wieder enorm lange. Wow. Ist es der Wahnsinn. Wo muss ich jetzt hin? Oh Gott, lose Bretter, ist das gut? Ah! Ein Granatwerfer, ja! Ach, das war ein Secret! Ja! Das ist schön! Ha! Ist da hinten? Da hinten irgendwas? Oh mein Gott! Ich wollte speichern. Ich wollte. Wir sehen uns gleich wieder. So. Jetzt nochmal richtig. Also, Granatwerfer haben wir an uns genommen und ich will jetzt nochmal wissen, was uns hier erwartet. Nur der Tod. Und ich höre immer wieder diese Stiere, ne? Schnauben wie Pferde. Wir waren doch nicht umsonst hier. Hier ist ein Hebel. Hebel! Ah, da kommen wir wieder raus, ne? Ich hoffe, der ist nicht auf Zeit. Das wäre echt assi vom Spiel. Okay. Speichern. So. Okay. Today. So. Wuppa. Ha, 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 ha. Lara, bitte Vorsicht walten lassen. Eieiei, sonst sind wir gleich wieder tot. So. Es hört sich immer so an, als ob die wieder draußen sind. Dann würde ich einen Herzkasper kriegen. Ich würde den Schrecken meines Lebens kriegen. So. 2, 3, 4. 4. Wah. Guck mal an, das sind unterschiedliche Farben. Das sind die Farben von den Steinen, von den Steinen des Reh. Okay, wow. Stein des Maat. Und dann kommt hier der Grüne. Ich glaube, es war Kepri. Ja, Kepri. Kepri, Kai, Kiprikum. Und Atom, ne? Oh, das ist schön. Es ist ein schönes Geräusch. Das gefällt mir. Das ist toll. Und das sieht so aus, als ob wir uns da wieder ranhangeln müssen. Oh nee, nicht jetzt. Das ist ungünstig. Fledermaus, geh weg. Lass das. Alter. War's das? Danke. Danke, Angst. Nein, das war's nicht. Verdammt damit. Oh, oh, was ist das? 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 Oh Gott. Heb es auf, schnell! Was sind das? Mini-Sinksen? Das wird gleich brenzlig. Wah! Was ist das? Boah, Alter!
Mit Fallen hatten es die Ägypter anscheinend wohl. Ich nehme mal lieber ein Medipack, bevor ich gleich wieder platt bin. Hilfe! Alter! Ha! Nicht zu nah! Oh Gott, Alter! Zivilisation? Komm wieder ans Tageslicht jetzt endlich. Alter, ich kann nicht. Ja, tatsächlich. Wo sind wir denn jetzt? Die Pyramide des Menkaure. Wie lange haben wir? Wir haben fast eine halbe Stunde jetzt gut. Oh, ich bin froh, dass wir das jetzt doch gut geschafft haben, tatsächlich, das Level. Alter. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir jetzt hier die Pyramide unsicher machen. Und deswegen sage ich, mache ich keine langen Umschweife, sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.